Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Ich habe angesichts der Wirtschaftskrise, die uns bevorsteht, ein bekanntes Gesicht heute eingeladen hier zu uns in unser Büro. Bei mir ist Matthias Niggehoff, seines Zeichens Experte für das Thema Verkaufspsychologie, auch schon seit 2016 bei uns im Training mit dabei. Awardträger des Goldenen Handschlages, also sehr erfolgreich, mittlerweile auch mit 5 eigenen Mitarbeitern unterwegs. Und ja, was genau machst du, was genau zeigst du Leuten und warum bist du heute hier? Ich sorge mit Verkaufspsychologie für mehr Umsatz und Kunden, insbesondere online, also Webseiten zu optimieren, aufzubauen, Shops zu optimieren, Verkaufstexte zu optimieren mit Psychologie. Als Psychologe wende ich dann die Psychologie praktisch an, ja, damit Leute mehr Umsatz machen. Das heißt, du bist studierter Psychologe. Genau. Und lege aber keine Menschen auf die Couch. Und behandle die Therapie, die sondern normalerweise Webseiten, Landingpages, Webinare etc. und Shops. Ja. Sehr cool, sehr cool. Und optimiere das. Ja. Das Thema ist ja, wie gesagt, relevanter jetzt denn je. Wir sind ja jetzt gerade in der Phase hier Mitte März, wo das Ganze aufzeichnen, wo alle Leute sich jetzt Sorgen machen darum, wo kommen die neuen Kunden jetzt her. Wir haben ja jetzt eine sehr schnell hereinbrechende Wirtschaftskrise und dementsprechend fangen jetzt viele an, darüber nachzudenken, endlich mal das nachzuholen, was sie in den letzten 5 Jahren hätten machen sollen, nämlich sich mit Themen wie Vermarktung, Verkaufspsychologie, Online-Marketing und dergleichen zu beschäftigen. Was fragen Leute dich denn aktuell in der Situation? Ja, also wie kriege ich die Grundbotschaften optimiert, dass Leute verstehen, was mache ich überhaupt? Wie kriege ich mit Verkaufspsychologie das Gehebel, dass man mein Business einfach noch mehr wächst? Wie kriege ich die Digitalisierung vernünftig hin, ne? Also dass man irgendwie mal mehr digital arbeitet, wie kann ich das optimieren, dass Leute halt wirklich kaufen, das sind so Grundprobleme. Ja. Und was ich oft feststelle, dass die Leute sich immer wieder an technischen Details aufhängen, ne? Gucken, wie mache ich das, wie ist hier die KPI und wie stelle ich das um, aber die ganzen Grundbotschaften an Verkaufstexten, an der Message, die nach draußen geht, auch völlig vorbeigeht an der Zielgruppe, dass viele überhaupt nicht überlegen, wie tickt die Zielgruppe überhaupt, wie muss ich die ansprechen, mit welchen Wörtern. Ja. Und das ist ja das, was man ja sowohl bei euch im Training sehr gut lernt, als auch in meiner Ausbildung in Online-Verkaufspsychologie. Wie mache ich das überhaupt? Ne? Ja, wir sehen das bei uns immer wieder, die Leute, die jahrelang eingeredet bekommen haben, hey, du musst deine Werbung so und so schalten, so, dann musst du irgendwelche Frequenzen der Einblendungen beachten und die Klickpreise dürfen nur so und so sein und so viel Prozent brauchst du und so weiter und so fort. Ja. Das ist alles aus einer Phase, wo, aus einer Wildwest-Phase, als noch die meisten noch kein Online-Marketing gemacht haben, quasi jeder, der irgendwie präsent war online, durch Auftauchen Umsatz gemacht hat. Die Zeiten sind vorbei. Ja. Online-Marketing ist längst zu einem Mainstream-Thema geworden, aber viele versteifen sich eben noch auf so falsche Dinge. Ja. Also diese ganzen Metriken zum Beispiel, einfach um es mal aufzugreifen, was du angesprochen hast. Ja. Metriken zu beobachten, okay, wie sind meine Klickpreise, wie viel Prozent Durchklickraten habe ich da, was kostet das alles und so weiter und so fort. Das ist alles schön und gut, aber das sind effizienzsteigernde Maßnahmen. Das heißt, wie gut performt das, was ich da rausgegeben habe? Das Problem ist aber, die Effektivität, ja, liegt eher, was gebe ich eigentlich raus, ja, in dem Bereich, also in den Grundlagen. Das heißt, die meisten, die schon mal Online-Marketing benutzt haben, die schon mal Werbung geschaltet haben und so weiter, haben deswegen kaum Ergebnisse gesehen, weil das, was sie da rausgeschickt haben, gar nicht funktionieren konnte. Ja, da kannst du noch so viel rumoptimieren. Ja, das Fundament muss einfach passen, ne? Also die Grundbotschaft, mit welchen Wörtern, mit welchem Angebotssatz gehe ich halt raus, die Zielgruppe in ihren wirklichen Problemen zu treffen, ne? Dass wirklich klar ist, welche Emotionen will ich triggern, was braucht die Zielgruppe überhaupt, dass die Texte passen, aber auch Bildsprache, ne? Da gibt es auch Leute, die posten dann zum Beispiel irgendwas, wo sie sagen, boah, ich bin da total sauer oder das regt mich auf und haben dann so ein Bild, wo die dann so freundlich lieb lächeln, was einfach nicht zusammenpasst. Ne? Also Bild, Farbpsychologie, Texte, die nicht zusammenpassen. Und da kann man sich natürlich mit Verkaufspsychologie einen großen Vorsprung verschaffen, wenn man das auch anwendet und das passt. Ne? Ja. Und dann kann ich noch so auf die ganzen Metriken achten, wenn dieses Fundament nicht passt. Und meiner Meinung nach, du kannst es auch gut beurteilen, ich habe ja schon tausende von Leuten unterstützt, scheitert es fast immer an dem Fundament. Ja, das sind nur diese Basics. Also wer ist mein Kunde, was ist mein dominantes Kaufmotiv, welche Sorgen und Nöte hat er, wie drückt er das Ganze sprachlich aus, wie drücke ich mich als Experte aus, zeige ich ihm, dass ich seine eigenen Gedanken besser verstehe als er selbst. Ich sage das immer im Training bei uns, wenn du in der Lage bist, deinen Kunden die eigene Gedankenwelt besser wiederzuspiegeln, als er sie selber
ausdrücken kann, ja, dann hast du gewonnen. Ja. Das heißt, du musst besser wissen, was denkt dein Kunde, als er es selber tut. Und es muss verständlich sein. Ja. Ja, und es muss verständlich sein. Ich nenne das immer den Tante-Erna-Trick. Ne? Würde die alte, 85-jährige Tante Erna verstehen, was du da machst? Ne? Kommt, wenn die auf deine Webseite kommt, versteht die das? Ja. Was für Emotionen werden ausgelöst auf der Seite? Klicke ich sofort weg? Oder sage ich, boah geil, ich beschäftige mich damit? Ja. Und weil Menschen schauen ja nun mal Webseiten an und Shops an. Es muss halt passen, es muss einfach auch sein. Ne? Ja. Ich nenne das immer den Unterschied zwischen einem Veteranen. Ja, du bist in deinem Markt der Veteran, du bist der Experte, du hast da schon alles gesehen, alles erlebt. Du kennst die Sprache, der Kunde kennt sie aber nicht. Ja. Es gibt also Veteranen und es gibt diese Zivilisten. Und dein Kunde ist nahezu immer ein Zivilist. Der weiß nicht, was er zu sagen hat. Der weiß nicht, wie er sich ausdrücken soll. Ja. Der weiß nicht, wie die Fachbegriffe sind, die du benutzt. Beispiel allein wäre schon zu sagen, hey, Coaching, Beratung, Training, das ist alles dasselbe aus Endkundensicht. Ja, die meisten schmeißen diese Begriffe in einen Topf. Dabei ist ein Coach jemand, der kitzelt die Antworten auf Lösungen, auf Probleme aus den Leuten raus. Ja, der wird niemals eine Handlungsvorgabe machen. Ein rein rassiger Coach gibt keine Handlungsvorgabe, aber Leute buchen trotzdem Coaching, meinen aber eigentlich ein Training und umgekehrt. Also ich glaube, was am meisten blockiert, ist das eigene Wissen, dass wir einfach glauben, irgendwas zu wissen. Und ich glaube, oft scheitert es einfach daran, dass ich denke, ja, die Zielgruppe wird das schon verstehen oder besten dieser Überzeugung, ja, ich finde das ganz toll, meine Seite und meine Texte finde ich ganz toll. Es ist scheißegal, wie du das halt findest. Ne? Ja, es muss halt den Kunden gefallen, für die passen. Und manche scheitern dann echt an ihrem Wissen, auch an ihrem Ego, dass sie nicht einsehen, dass man Sachen nochmal anders formuliert. Ne? Ich verfasse auch teilweise Verkaufsseiten und denke, mir selber wird es jetzt nicht so gefallen. Aber es funktioniert halt. Und das ist halt das Entscheidende. Ne? Das ist auch krass, wie binär das teilweise ist. Also entweder klappt es halt gar nicht oder voll gut. Und dazwischen gibt es halt so diesen Zwischenraum. So, ja, es klappt so ein bisschen. Das gibt es fast nicht. Also man sieht es immer wieder. Kampagne scheitert, geht volle Kanne ab. So, und diese letzte Kampagne, die dann einfach die genau den Nerv trifft, da kannst du einfach monatelang von leben, kannst du jahrelang laufen lassen teilweise. Ja. Und weil immer du das jetzt wieder aufgreifst, die Muster, die da benutzt wurden, das zündet immer wieder. Ja, und, ne, und da sagst du was, ne? Wirklich die Muster zu kennen, wie entscheiden Leute, wie baut man Vertrauen auf, aber halt auch wirklich zu erkennen, was den Nerv trifft. Ne? Und das bedarf natürlich Analyse, Recherche, ist eigentlich mit die größte Arbeit. Wo aber viele Leute einfach zu faul sind, dass sie sagen, beschäftige mich nicht groß mit der Zielgruppe. Oder sie übersetzen irgendwie so einen Text und denken, ja, ich habe irgendwie gehört, das funktioniert ganz gut, das so zu machen. Aber muss sich halt intensiv damit beschäftigen. Das, das nächste Thema ist, dass ihr verstehen müsst, wenn ihr Online-Werbung irgendwo seht, ja, 90% der Leute, die ihr seht in eurem eigenen Markt oder bei anderen, die haben selber keine Ahnung, was sie tun. Deren Werbung läuft vielleicht dann so 2 Wochen, dann ist das Ganze zu teuer, die machen keine Conversions damit oder kriegen es nicht hin und schalten das Ganze wieder ab. Das heißt, ihr seht auch teilweise in so einer Filterblase, vor allem in der Online-Marketing-Filterblase, wo jede Werbeanzeige ein Online-Marketer jetzt ist, ja? Wo ihr glaubt, oh, jeder macht das jetzt. Ja? Alle sind total erfolgreich angeblich. Das ist eine Filterblase. Alle voll erfolgreich. Ihr seht das nur, weil ihr gewisse Interessen jetzt auf einmal habt und deswegen übertargetiert werdet. Ja. Aber gerade darin sieht ja kaum jemand irgendwie langfristigen Erfolg. Mit dem, was sie da tun. Die meisten schalten ständig neue Werbeanzeigen, ändern auch ihre Positionierung neu und fangen wieder von vorne an. Man darf sich an den Leuten auch nicht orientieren. Es gibt wirklich eine Handvoll Leute, die konsistent über Jahre immer und immer und immer wieder Erfolge reproduzieren. Und die Leute arbeiten immer an den Basics. Ja. Wenn ich heute eine neue Zielgruppe erforschen müsste, ein komplett neues Offer, dann würde ich erstmal 3 Monate lang mich nur beschäftigen, was ist da eigentlich los? Ja. Was für Probleme haben die Leute, aber auch mit was für einer Sprache beschreiben die ihre Probleme. Ja. Ne? Also, und die ist oft ganz anders, als wir das selber halt kennen. Und dann müssen wir halt auch Wörter benutzen, die uns selber vielleicht gar nicht passen, aber sie schmecken halt dem Fisch. Ne? Und da halt auch gut positioniert zu sein und die Zielgruppe im Kern zu erfassen, egal ob jetzt Berater, Coach, Online-Shop-Betreiber, Agentur, ist super wichtig. Und das wird oft massiv vernachlässigt. Ja. Und ohne die Basics braucht man gar nicht erst zu starten. Ne? Ja. Kleines Beispiel dazu, einfach so jetzt hier, ob du jetzt über Fett reduzieren sprichst, ja, oder Gewicht verlieren, abnehmen und so weiter, ob du das mit so Standardbegriffen beschreibst oder ob du mal Sachen sagst wie, hey, wann warst du das letzte Mal in der Lage, mit deinem Hochzeitskleid einzusteigen, ja, oder das wieder anzuziehen? Oder kannst du noch Treppen hochgehen, ohne außer Atem zu kommen? Ja. Oder hey, wie ist es? Kannst du deinen Kindern mithalten auf dem Spielplatz, wenn die durch die Gegend laufen? Kommst du noch hinterher? Ja. Das sind ja wirklich so Alltagssituationen, die erlebt dann die Zielgruppe und darin erkennt die sich wieder und damit holt man die ab. Ja. Damit kommt man erstens nicht nur wirklich durch, sondern zweitens hat man auch Wege gefunden, überhaupt mal Werbung zu schalten für manche Themen. Ja, weil
0815 Fett abbauen, Versprechen und Gewichtreduktion, das wird ja auch teilweise weggebannt. Das mag Facebook ja nicht. Und das sind die Sachen, die uns natürlich als Menschen auch triggern, weil was will ich? Ich will nicht 10 Kilo verlieren, schön und gut, aber ich will einfach mit wenn Kinder da wären, würde ich mit den Kindern richtig spielen können. Die Treppe hochgehen oder ich bin ja auch teilweise als Speaker unterwegs, jetzt natürlich nicht mehr, ne? Halt keine Vorteile mehr, das ist schwerer. Aber auch natürlich im Verkaufsgespräch oder hier jetzt einfach viel mehr Energie zu haben, das möchte ich. Und diese spezifischen Situationen, ne, musst du einfach kennen von der Zielgruppe und die genau ansprechen. Und dann gibt es halt Situationen, das ist ja auch immer so, auch bei Verkaufstexten, wir lesen einen Satz und sagen, ja, genau das ist es. Ja. Zum Beispiel, man sagt, du hast dann mehr Zeit für deine Kinder, wenn du das Business aufbaust oder als Coach, wenn du das digitalisiert. Ist ja so, wenn man es gut macht, das bei euch lernt, hat man ja auch, gibt ja genug auch Muttis im Training, die einfach jetzt auch viel mehr Zeit haben für ihre Kinder auch. Manchmal gibt es ja diesen einen Satz, den man liest, ey, du hast dann mehr Zeit für deine Kinder. Ja, genau, das ist es. Ne? Ja. Genau, aber nicht nur das, du musst dann nochmal um die Ecke gehen. Du hast mehr Zeit für deine Kinder, sondern du willst nicht so werden wie der Typ, den du beobachtet hast, wie die Beziehung mit seinem Sohn kaputt gegangen ist, weil er keine Zeit für seine Kinder hatte. Da haben wir noch ein bisschen Schmerz drin. Also noch eine Ebene tiefer, so richtig hart. So. Das sind halt die entscheidenden Sachen. Weil die Leute verstehen teilweise nicht, was wir meinen. Deswegen ein paar Beispiele noch einstreuen an dieser Stelle, damit ihr mal den Unterschied seht. Ja? Hier, du kaufst ja auch ein Sky-Abo, nicht damit du irgendwie das Fußballspiel sehen kannst, sondern damit du montags morgens, sofern noch Fußballsaison wäre, die ist jetzt auch abgeschafft dieses Jahr, aber damit du montags morgens hättest mitreden können im Büro, weil du am Wochenende das Spiel mit hast verfolgen können. Ja. Also psychologisch geht es dann um Sachen wie Anerkennung, Status, dabei sein, Sicherheit und das sind so die tiefsten urmenschlichen Bedürfnisse, die auch unverhandelbar sind, also so die tiefsten Werte. Man kann sogar so weit gehen, dass man wirklich immer in Texten, in der Ansprache, online unbedingt diese tiefsten Werte adressieren sollte, diese tiefsten Bedürfnisse. Ja. Und man kann sogar so weit gehen, es geht auch im Bereich der Verkaufspsychologie, kann man sogar Hormonzustände online ansprechen und auch verändern. Ne? Sowas wie Testosteron, Cortisol, dass man zum Beispiel Stress reduziert, indem man eine Seite, Landingpage so aufbaut, eine Webseite, dass sie einfach ist, nicht so viel Stress verursacht, dass ich irgendwie auswählen muss, was muss ich jetzt klicken und so weiter. Ne? Ja, das ist sehr wichtig. Ja. Das sind alles so ganz viele Kleinigkeiten, die aber dann halt zusammengreifen. Und das ist das Entscheidende. Die Leute verstehen halt nicht, wie binär es ist. Ich habe es eben schon gesagt. Ja, entweder passt es und es ist dann richtig geil. Und dann wirst du sehen, wie auf einmal so ein Strom von Neukunden dir zufließt, den du vorher nie für möglich gehalten hättest. Oder es passt nicht. Und was du machen musst, ist, du musst im Prinzip, wenn du Online-Marketing betreibst oder generell Marketing betreibst, was jeder Selbstständige tun sollte, du rennst teilweise einfach ewig mit Experimenten gegen die Wand, bis du es mal findest. Die gewinnende Kombination. Und dir da die Zeit abzukürzen, indem du halt einfach schon mal die absoluten Grundlagen lernst und vielleicht so fortgeschrittene Strategien und Konzepte, um richtige Fehler nicht die ganze Zeit zu wiederholen, die hat schon tausende Male gemacht von anderen Leuten, da musst du jetzt einfach hingehen. Jetzt investieren, jetzt in dieser Krisenzeit, bevor es richtig losgeht. Ja? Krise fängt ja jetzt erst an. Aber wenn du jetzt nicht dir das Know-how drauf schaffst, dann wirst du auf jeden Fall zu den Verlierern gehören. Wenn du zu den Gewinnern gehören willst, würde ich an dieser Stelle jetzt mal langsam hingehen und anfangen, in diese Themen da zu investieren. Was bietest du da an zum Beispiel? Ja, ich habe eine Ausbildung in Online-Verkaufspsychologie, die ich anbiete, wo ich Leute über 3 Monate wirklich zu Top-Experten mache in Online-Verkaufspsychologie, also Verkaufstexte, Conversion-Optimierung, Bild- und Farbpsychologie mit Hunderten von psychologischen Triggern, die man einsetzen kann als Agentur für Online-Shop-Betreiber, als Selbstständige, um die Seiten dann noch besser zu optimieren und auch die richtigen Kunden dann online anzusprechen. Also im Prinzip ist es interessant jetzt für Unternehmen, die jetzt ihre Mitarbeiter fortbilden wollen würden auf so ein Thema. Genau, ja. Und da halt noch besser zu sein und mit Verkaufspsychologie ihren Marketingerfolg einmal für sich und auch für ihre Kunden nochmal zu hebeln und nochmal weiter zu verbessern. Genau. Ich glaube, auch interessant könnte es halt sein, wenn jemand irgendwie sich selbstständig machen will mit was Neuem, ne? Genau, also mit als Verkaufstexter oder Online-Verkaufspsychologe dann das jetzt anbieten kann und da halt den Service anbieten kann. Gerade für Online-Shops ist das natürlich jetzt sehr spannend, dass man Online-Shops optimiert als Möglichkeit, als Selbstständiger da sich ein Business auch aufzubauen. Ja, genau. Ich finde es mega spannend. Ich sage schon seit Ewigkeiten, dass dieses ganze Thema Optimieren, Werbetexte schreiben immer wichtiger wird. Weil ihr müsst das so verstehen wie so eine Zulieferindustrie. Ja. Je mehr Leute verstehen, dass Online-Marketing oder auch Vertrieb aktiv angegangen werden muss, je mehr das systematisiert wird, desto mehr Leute werden gebraucht, die da wirklich fit sind und die da in der Lage sind, auch Ergebnisse abzuliefern. Gerade Werbetexten als schriftliche Ausdrucksform von Vertrieb, das ist noch in Deutschland massiv unterentwickelt. Da haben wir gar keine Kultur für, noch weniger eine Kultur, als wir verkaufen.
Und das ist eine Sache, die kann man wirklich von fast niemandem lernen, weil niemand es wirklich selber auch drauf hat, bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Und da kann ich echt nur sagen, bei Matthias, da sehe ich die Ergebnisse, die stimmen. Wir selber bieten sowas nicht an. Wir helfen ja Leuten, die schon selbstständig sind. Also wenn du jetzt am Anfang stehst zum Beispiel und so in irgendeiner Art und Weise mal fortbilden willst im Bereich, Das sind ja auch so Berufe der Zukunft. Ne? Also viele Berufe sterben ja aus, aber sowas wie Verkaufstexten, aber auch Berater im Bereich Online-Marketing oder das, was ihr auch anbietet, ne? Dass jemand wirklich fit ist oder auch eine Agentur aufbaut für sich im Bereich Online-Marketing. Das ist einfach die Zukunft, gerade jetzt in der Krise, wo immer mehr Leute digital arbeiten, immer mehr Leute steigen endlich auf digitale Prozesse, digitalen Vertrieb. Und da ist es umso wichtiger, da super aufgestellt zu sein. Ne? Ja. Gut. Ja, das ist ein kleiner Impuls an dieser Stelle. Also in der Krise wird es jetzt umso wichtiger, entweder eigenes Know-how im Bereich Verkaufspsychologie, Marketing, sich selber drauf zu schaffen für sein eigenes Business oder aber für seine Mitarbeiter denen eine Möglichkeit zu geben, sich da fortzubilden, damit ihr da gut durchkommt. Alles Weitere, wie ihr die Krise übersteht, findet ihr auf unserem Kanal, in unserem Podcast. Vielen Dank dafür, dass du hier sein konntest, Matthias. Gerne. Und ja, wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos hier auf unserem Kanal. Macht's gut, bis dahin. Ciao. We'll be right back.